Also ich habe jetzt die vornehme Aufgabe, einen kurzen Input zu geben, der eigentlich dazu dienen soll, dass wir ein paar Begriffe vielleicht ein Stück weit klären. Vielleicht auch klären, worüber wollen wir eigentlich nicht reden bis morgen Mittag. Ich werde versuchen, eine kleine Arbeitsdefinition reinzugeben, was meinen wir mit Selbstorganisation im Organisationskontext. Und werde einfach meinen Blick auf die Welt mit euch teilen. In 20 Minuten, keine Angst, es wird nicht länger. Und das ist für mich gar nicht so leicht, aus zwei Gründen. Zum einen ist Selbstorganisation in Organisationen, aber auch Selbstorganisation in sozialen Gruppen allgemein als für mich ein Herzensthema, das mich schon sehr lange begleitet. Das heißt, ich finde es manchmal schwer zu differenzieren, was ist jetzt eigentlich wichtig, was nicht. Und zum Zweiten wusste ich in dieser Gruppe nicht genau, also welche Flughöhe braucht es denn? Und zum einen, weil ich euch ganz viel zutraue, zum anderen aber, weil ich bei vielen auch sehr, sehr senioren Beraterkollegen feststelle, es gibt wirklich profunde Missverständnisse mit Blick auf dieses Thema. Und das ist ein Spagat, der ist schwer aufzulösen, deswegen mache ich jetzt einfach mal und da gucken wir mal, wie es funktioniert. Ich will das gerne rahmen mit einem Begriff, der am Anfang von einem von euch kam, nämlich der Punkt erkunden und anreichern. Also mir geht es eigentlich so ein bisschen darum, so spürnah sich dieses Thema ein bisschen zu erkunden. Ich werde versuchen, so viele Punkte wie möglich hiervon einzubinden. Und dann gucken wir mal, was wir da mit dem Gespräch machen. Dafür haben wir so bis 10 vor 1 Zeit, Viertel vor 1, bis wir in den Nachmittag schauen. Viertel vor 1. Viertel vor 1. Gut. Und ich starte vielleicht mal mit diesem Punkt Zeit haben, um Tiefgang zu ermöglichen, weil das war ja der Punkt, der am meisten mit dem Prozess hier zu tun hatte. Der kam von einer von euch. Und da will ich nochmal sagen, diese Zeit wollen wir uns gerne nehmen. Also sowohl in den Workshop-Sequenzen heute Nachmittag als auch morgen Vormittag ist hoffentlich genug Zeit für ein tiefes Gespräch. Ich glaube, es steht und fällt mit dem Mut, tatsächlich einen Fokus zu wählen und dann darüber zu reden und nicht über alles gleichzeitig, weil wir haben schon gemerkt, bei diesem Thema ist es verdammt leicht, über alles gleichzeitig zu reden und dann ist es total unbefriedigend. Das ist auch das große Risiko für mich in den nächsten 20 Minuten. Ich glaube aber auch, dass Zeit haben, um Tiefgang zu ermöglichen, ein sehr, sehr schönes Prinzip ist für die Organisation von Selbstorganisationen in Organisationen, weil die Praxisbeispiele, die ich erlebt habe, wo Selbstorganisation kläglich gescheitert ist, immer die waren, wo eben nicht genug Zeit da war, um Grundsätzliches zu klären. Was meinen wir mit Selbstorganisation? Welche Rollen braucht die? Können wir alle Strukturen umsäbeln oder braucht es vielleicht doch ein paar? Da, wo das nicht passiert, kollabiert Selbstorganisation relativ schnell und endet dann in einer Selbstorganisationsform, die eigentlich keiner braucht, nämlich in Anarchie und oder Chaos. Das ist im Organisationskontext eher schädlich. So, so viel als Vorsatz und ich steige aber mal damit ein, warum eigentlich Selbstorganisation als Thema? Ich kann euch nur teilen, wie ich es erlebe. Ich glaube, dass seit dem Buch von Frédéric Laloux, was in Deutschland ja so ein bisschen zeitverzögert wahrgenommen worden ist, das 13 erschienen, 2015 kam es so richtig an, Reinventing Organizations, und da Laloux ja ausschließlich selbstorganisierte Teams und oder selbstorganisierte Organisationen beschrieben. Was er aber nicht beschrieben hat, ist der Weg dorthin. Ja. Das heißt, dass gerade ganz viele inspiriert sind von diesen Erfolgsbeispielen, die nicht ohne Grund international zusammengesammelt werden mussten. Es gibt nämlich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele, über die man gut erzählen kann. Aber wenige reden über den Weg zur Selbstorganisation. Ich glaube aber, das ist im Organisationskontext das entscheidende Thema. Also welchen Prozess können wir uns denn geben, jeder für sich, aber wir auch uns gemeinsam auf dem Weg dahin und was können wir dabei lernen, nicht nur über uns, sondern auch für die Gesellschaft allgemein, die dieses Thema dringend benötigt, glaube ich, aus der Metaperspektive geguckt. Und der zweite Grund, warum das Thema so groß anspürt, ist sicherlich die Agilitätswelle, die gerade einfach massiv einschlägt, wo gewisse Frameworks wie Scrum dafür sorgen, dass Teams in mehr Eigenverantwortung kommen und deutlich mehr Entscheidungsspielraum haben, als es in der klassischen hierarchischen Linienorganisation bislang der Fall gewesen ist. Und das rückt Selbstorganisation und ihre Tücken natürlich in den Fokus. Ich glaube, das sind die zwei Hauptgründe, warum wir mit dem Thema gerade so heftig zu tun haben. Jetzt erstmal auf einer Ebene geguckt. Das andere ist natürlich die Hintergrundfolie, mit der wir zu tun haben, dass nämlich Organisationen immer mehr merken, und das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil ich glaube, sozusagen diese Story, die hört ihr gerade überall zur Genüge.
Das Umfeld wird zunehmend komplex. Das Organisationsumfeld, das Marktumfeld wird für viele immer volatiler und dazu gibt es zunehmende Brüche auch mit Blick auf Werte. Auf Gesellen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Dazu gibt es auch Brüche mit Blick auf Werte. Und immer mehr Organisationen merken eben mit den klassischen Prinzipien der fordistischen Organisation kommt man in dem Kontext nur schwer weiter. Zum einen mit Blick auf Tempo, zum zweiten mit Blick auf Innovationskraft, zum dritten mit Blick auf Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich gehe da nicht weiter drauf ein, weil ich glaube, diese ganze VUCA-Story, die könnt ihr euch überall ziehen und die meisten von euch haben sie schon drauf. Deswegen würde ich die gerne... Bitte? VUCA-Story, also dieses Volatile, Uncertainty, Complex, Ambiguous Modellchen. Was, glaube ich, ganz gut hilft, sozusagen irgendwie ein Marktumfeld zu beschreiben, wo viele das Gefühl haben, das ist anders als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Und es verlangt vielleicht auch eine andere Antwort von uns. Können wir, also wer, diejenigen, die es von euch nicht kennen, herzliche Einladung, ich erzähle es euch in einer Kaffeepause. Ich würde jetzt nur gerne einmal kurz drüber springen. So, und warum sage ich das so kurz? Weil ich glaube, dass natürlich Punkte wie Agilität oder Punkte wie das Buch von Lalou und den Anklang, den das findet, das sind ja nur Symptome dafür, dass es im Übergeordneten etwas braucht, ne? Und da werden mögliche Antworten gesehen. Genau, so viel vielleicht mal zur Hintergrundfolie. Warum ist dieses Thema eigentlich gerade so heiß? Ich ergänze es noch um einen weiteren Punkt und dann versuche ich mal, den Selbstorganisationsbegriff zu klären. Und der weitere Punkt ist, glaube ich, gerade im ISB-Kontext sehr interessant. In den letzten 20 Jahren gab es in der gesamten Management-Literatur und ich glaube auch innerhalb von Organisationen eine extreme Fokussierung auf das Thema Führung. Und Führung war als Thema quasi Fetisch. Und Führungspersönlichkeiten wurde immer mehr übergeholfen, wie sie zu sein haben und wofür sie Sorge zu tragen haben. Und ich glaube, dass über eine gewisse Zeit, über zwei Bewegungen, sozusagen für bessere Ergebnisse Sorge getragen worden ist. Das eine ist die ganze Prozessoptimierungskosteneinsparung schien und das zweite war eben der Fokus auf Thema Führung und die Professionalisierung von Führung in vielen Kontexten. Und es hat auch seine Berechtigung. Meine These, die ich hier aber reinspielen will, ist, dass das zu weit getrieben worden ist, dass wir am Schluss in einem Umfeld unterwegs sind, wo Führungspersönlichkeiten eigentlich nicht mehr das leisten können, was von ihnen in der Theorie abverlangt wird. Also wenn ich ein klassisches Managementbuch, was jetzt zum Thema Führung publiziert wird, lese und mir überlege, könnte ich das leisten, sowohl aus meinen persönlichen als auch meinen professionellen Kapazitäten heraus, dann ist meine ehrliche Antwort nein. Das kann jetzt daran liegen, dass ich eine Nulpe bin, aber ich glaube, dass da eine größere Aussage drin liegt, dass nämlich die meisten Leute davor kapitulieren müssen. Und wozu hat das geführt? Ich glaube, es hat auf der positiven Habenseite dazu geführt, dass Führung an vielen Stellen professioneller, reflektierter, vielleicht einfach besser geworden ist. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass so eine Verantwortungsverlagerung stattgefunden hat, dass durch diesen übertriebenen Fokus auf Führung und Führungspersönlichkeiten systematisch Verantwortung aus den untergeordneten Systemen rausgezogen worden ist. Also die Teams und die Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war viel zu wenig im Fokus über viel zu lange Zeit. Und das hat zum einen dazu geführt, dass diese Teams entsprechend arbeiten, nämlich recht zurückgelehnt und die Verantwortung eher delegiert auf eine Person. Und zum zweiten hat es zu einer Frustration geführt, weil diese Leute sich sehr machtlos und einflusslos fühlen. Und beides ist natürlich hochgradig gefährlich in einer Zeit, wo immer mehr Organisationen schwören, wir brauchen eigentlich wirklich jeden hier als Aktivposten, damit wir noch mitkommen können. So, und ich glaube, das ist ein dritter Hintergrund, warum Selbstorganisation auf einmal so in den Fokus gekommen ist, weil es eben als mögliche Antwort dient für viele. Okay, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen viel auf Führungspersönlichkeiten geschaut. Können wir denn mal auf Selbstführung in Teams schauen und auf Eigenverantwortung in Teams schauen und dann eben auch die Selbstorganisation in Teams gucken? So,
Und jetzt versuche ich mal die Kurve zu schlagen. Was ich ganz spannend finde bei diesem Thema, und das bewegt mich manchmal sehr, ist, dass Selbstorganisation immer als so krasse Ausnahme dient. Ne? Und dass Beispiele von gelungener Selbstorganisation in Unternehmen immer so als exotisches Erfolgsbeispiel verkauft wird. Also wenn man heute ein so ein Beispiel mitgemacht hat, kann man ein Buch darüber schreiben, das wird sich blendend verkaufen. 100%. Ich kenne auch Leute, die machen das. Und irgendwie ist das paradox, weil Selbstorganisation ja erstmal nichts anderes ist als ein universales, lebensermöglichendes Prinzip. Und wir haben es vorhin schon gehört, Selbstorganisation ist einfach überall. Ja? Und Selbstorganisation meint, wenn man einfach mal abstrakt draufschaut und in die Systemtheorie schaut, dann meint die erstmal nur das unbewusste Ausbilden von Mustern. Und diese Muster führen zu Ordnung in einem System. Jetzt erstmal ganz abstrakt gesprochen. Selbstorganisation heißt das unbewusste Ausformen von Mustern und diese Musterbildung führt zur Ordnung im System. Und diese Ordnung meint jetzt nicht die deutsche Ordnung, dass es ordentlich aussieht, sondern dass es halt irgendeine Form von Ordnung gibt. Und diese Ordnung ist in aller Regel in einem höheren Komplexitätsgrad als ohne die Selbstorganisation. Also Selbstorganisation führt dazu, dass System, dass einzelne Teilchen miteinander in der Summe mehr sind als die Summe ihrer Teile. Das ist der klassische Satz, der aus der Systemtheorie kommt. Das heißt, wir reden eigentlich am Schluss über das Ausbilden von Ordnung und das Ausbilden von höheren Komplexitätsstufen in Systemen jeder Art und das ermöglicht Leben und das ermöglicht die Selbstorganisation unseres Körpers. Es ermöglicht die Selbstorganisation des Universums und wir können das aber natürlich auch runterbrechen auf Gesellschaftsperspektive und sagen, ganz ähnliche Mechanismen greifen zum Beispiel in der Stadt. Also eine Stadt organisiert sich zum guten Teil selbst, weil keine steuernde zentrale Instanz alle Teilchen in ihrer Interaktion untereinander bestimmen und kontrollieren könnte. Das wäre unmöglich, dann würde das System kollabieren. Das heißt, es braucht hier Selbstorganisation, um den Komplexitätsgrad, den wir da sehen, überhaupt zu ermöglichen. Wir haben es vorhin schon gehört, Selbstorganisation gibt es dann wieder auf anderen Ebenen, gibt es in Schulen, gibt es in Universitäten, gibt es in Familien, also eigentlich ist das um uns herum. Ja? Und wir sind Teil und Ergebnis von Selbstorganisation. So, meinen wir das, wenn wir über Selbstorganisation sprechen, hier in diesen nächsten eineinhalb Tagen? Ich glaube, die Antwort ist ja und nein, aber tendenziell eher nein, weil es uns verwirrt. Ne? Weil wir natürlich in komplexen sozialen Systemen immer mit Elementen von Selbstorganisation zu tun haben, die dazu führen, dass Dinge anders laufen, als wir es so vorausplanen und an manchen Stellen vielleicht wünschen. Aber das ist in einer selbstorganisierten Organisation genauso wie in einer klassischen hierarchischen Linienorganisation. Deswegen können wir den Teil vielleicht ausblenden. Wir reden nicht über die unbewusste Selbstorganisation, sondern wir reden über die bewusste Selbstorganisation. Und das finde ich absolut wichtig zu sagen. Das heißt, wir reden über eine Situation, in der man bewusst darüber nachdenkt, welche Form von Ordnungsparametern oder Steuerungsimpulsen es braucht, damit Selbstorganisation von Menschen ohne zentrale Entscheidungsinstanz möglich ist. Ja, also wir haben nicht mehr einen Menschen, der das Entscheidungsmonopol über alles hat, sondern wir versuchen, Menschen zu ermächtigen, auf dezentral eigenverantwortliche Weise Entscheidungen zu treffen und dann im Zusammenspiel miteinander zu einem gemeinsamen Erfolg die Sache zu bringen, um die man sich eben kümmert in diesem sozialen System. Das kann in einer Uni was anderes sein, als in einem For-Profit-Unternehmen, als in einer NGO. So, ich glaube, das ist die erste Klärung, die für uns vielleicht wichtig ist. Das heißt, wir reden explizit nicht über diese Situation, wo jemand irgendwie alle Strukturen, Prozesse und Regeln wegzieht und sagt, jetzt organisiert euch mal selbst, weil das ist Chaos, Verunsicherung, Angst, sondern wir reden, ich habe das vorhin auch gesagt, mit Beispiel der Bahn, wir reden über die Frage, wie kann man denn eine Struktur so bauen, dass sie einen hohen Grad von Dezentralität und Eigenverantwortung bei jeder und jedem Einzelnen ermöglicht. Das hier ist jetzt meine Minimaldefinition als Vorschlag für unser Gespräch. So,
Und ich finde ganz spannend, dass dieses Thema so extrem aufgeladen ist. Und darüber will ich jetzt ganz kurz sprechen. Also wir reden hier eigentlich nur über einen Steuerungsmechanismus, der einfach ein anderer ist, als wenn man sagt, wir haben ein zentralistisches, stark hierarchisches Steuerungsmodell, ne, wie wir es vielleicht aus einer klassischen tayloristischen Organisation kennen. Aber um Selbstorganisation rum ranken sich im Positiven wie im Negativen enorme Aufladungen. Es gibt die einen, die sagen, wenn ich meinen Chef endlich los bin, dann kann ich machen, was ich will, das wird super. Die nächsten reden vom demokratischen Unternehmen, wo jeder irgendwie mitreden und mitentscheiden kann und finden das auch ganz toll. Beides Zerrbilder, die aus meiner Sicht extrem schädlich sind und mit der Realität wenig zu tun haben. Und andere malen sofort irgendwie die totale Anarchie und Chaos an, wenn von Selbstorganisation die Rede ist und dass das ja nicht funktionieren kann, weil man unbedingt Führungspersonen haben muss, die aus ihrer formalen Rolle heraus Entscheidungen treffen, und laden das Ganze extrem negativ auf. Was es meinem Erleben nach ganz wenig gibt, ist irgendwie ein abgeklärtes Gespräch, wie wir es vorher, finde ich, schon begonnen haben, mit Blick auf die Frage, ja gut, was braucht es denn, damit Selbstorganisation gelingen kann und in welchen Kontexten macht sie denn Sinn? Also wo macht es denn Sinn, auf Selbstorganisation von Teams und Organisationen zu setzen? Das ist in manchen Kontexten vielleicht mehr, in manchen Kontexten vielleicht weniger der Fall. Und meine Hypothese, warum wir in so einem polarisierten Gespräch sind, ist die, dass es einfach unheimlich wenig Erfahrungswerte gibt. Ich habe es vorher schon kurz anklicken lassen. Also alle reden über dieses Thema, aber letztlich weiß niemand, okay, was bedeutet das denn konkret? Deswegen drehen wir uns in den Fachdiskursen rund um New Work und Agile und ja, irgendwie auch die abstrakteren Debatten um Selbstorganisation. Da kommen immer dieselben Praxisbeispiele, kann man irgendwie ein paar Hände voll Unternehmen abzählen, aber mehr ist es dann auch nicht. Das heißt, es gibt ganz wenig gemeinsame Referenzpunkte und vor allem gibt es wenig individuelle Erfahrung mit dem Thema. Es gibt vor allem Vorurteile und Meinung. Und ich will euch mal eine Minute geben, speichert mal im Stillen einfach aus, welche Vorurteile ihr zu Selbstorganisation in Organisationen da habt. Vorurteile. Vorurteile. Einfach mal kurz gucken, was läuft das Film bei euch durch. Könnt ihr mal ein paar Begriffe reinrufen? Was habt ihr als Vorurteil? Selbstoptimierung. Selbstoptimierung? Mhm. Laberrunde. Bitte? Laberrunde. Laberrunde, ja, super. Mhm. Langsam. Langsam. Mhm. Eröffnung von Machtspielräumen. Ja. Kreative Entscheidungen. Mehr die Verantwortung. Mhm. Spekulieren. Okay. Die Nichtleister haben das Oberwasser. Mhm. Neue Strategie der Ausbeutung. Ja, okay. Demokratie. Ja. Konflikte. Bitte? Konflikte. Konflikte. Mhm. Vermeidung von Konfrontation. Vermeidung von Konfrontation, genau, okay. Man findet gerade das Gegenteil zu bilden von Selbstorganisation, Fremdorganisation, und da kriegt es große Wirbel. Ja. Da kriege ich wirklich das Wirbel. Ja. Und über die Schiene habe ich gemerkt, wie viel Selbstorganisation praktisch da ist. Ja, okay. Interessant. Okay, ganz viele Punkte, aber da merkt ihr schon, das ist aufgeladen und auch bei jedem von uns in irgendeiner Form. Ich habe eine ideologische Vorannahme, dass Selbstorganisation, eine selbstorganisierte Organisation die bessere Organisation ist im Vergleich zu anderen. Ich glaube, das ist einfach keine richtige Vorannahme. Es kann in manchen Fällen stimmen, in manchen nicht, ja, aber ich habe da sozusagen ein moralisches Werturteil in mir. Und ich glaube wirklich, dass das bei Beraterinnen und Beratern, bei Menschen, die intern in Unternehmen unterwegs sind, ist das immer stark aufgeladen. Es ist einfach super wichtig, sich dessen bewusst zu sein, weil es ansonsten ganz schwer wird, da ein ordentliches Gespräch zu führen und auch irgendwie saubere Kontrakte zu schließen, intern wie mit extern. So, jetzt muss ich einmal kurz durchpriorisieren, weil ich zu viele Punkte habe, die mir wichtig sind. Ich habe noch 3 Minuten. Ich würde dir auch noch 2 geben. Geil. Okay. Nur weil ich dich mag. Gut, danke. Ich habe ein wünschtes Urteil gemacht. Okay. Gut.
Okay, dann ich werfe einfach noch ein paar Hypothesen rein. Ich finde eigentlich deinen Vortrag gerade so super. Wie viel, also, soll er nicht einfach noch einmal länger reden? Weil ich könnte jetzt locker eine halbe Stunde noch zuhören. Wollen wir sie reinlassen? Ja, nee, ich mache das kurz. Ich mache das nicht mehr so lange. Ich finde das nicht gut. Dann irgendwann knippst du hier weg. Und wir haben ja noch viel Zeit im Gespräch in Kleingruppen. Da mischen wir uns dann auch mit rein und drumherum. Ich finde es das wichtig, dass wir hier aktiv ins Sprechen kommen. Weil ich wirklich schon gemerkt habe, da ist unglaublich viel an Wissen auch schon da und zum Teil auch an Erfahrung. Okay, ich will einfach noch zwei Dinge teilen. Nämlich zum einen eine Vorannahme, die ich habe, die vielleicht auch wichtig sein könnte für uns in den folgenden Stunden. Erstens, wir haben natürlich uns gefragt, macht es Sinn, dieses Thema hier zu setzen, oder ist das eine weitere trendgetriebene Sache, die einfach jetzt einmal als Sau durchs Dorf gejagt wird und dann in einem Jahr wieder weg ist. Ich kann nur sagen, und das sage ich, wenn ich über Zukunft der Arbeit spreche, irgendwie mit Keynotes, sage ich immer, ich gehe vom Gegenteil aus. Ich glaube, dass der stärkere Fokus auf Selbstorganisation und das strukturelle Verschieben hin zu mehr Selbstorganisation in Organisationen ein strukturelles Element von Organisationen in den nächsten Jahren sein wird. Und ich glaube, es gibt fünf Verschiebungen in Organisationen, die sich rauskristallisieren, die dieses Prinzip einfach stärken, und zwar jedes von denen. Wir sehen, dass Organisationen die Tendenz dazu haben, horizontaler zu werden, also dass Hierarchien deutlich flacher werden, also formale Hierarchien deutlich flacher werden, beziehungsweise sich sogar ganz auflösen, weil sie sehen, sie kommen mit Bottleneck-Prinzip nicht viel weiter. Das zahlt definitiv auf Selbstorganisation ein und auf das laterale Verteilen von Verantwortung. Wir haben deutlich mehr mit Dezentralität zu tun, was mit Entscheidungstempo zu tun hat und mit dem Innovationspunkt, den ich vorher angesprochen habe. Wir haben das totale Bestreben danach, Silos aufzulösen und in eine stärkere Kollaboration zu gehen, die cross-funktional und cross-hierarchisch ist. Aus meiner Sicht auch ganz starker Selbstorganisationspunkt, weil man diese Komplexität schwer in der Linie organisiert bekommt. Wir haben zu tun mit Fluidität. Also Organisationen werden deutlich flüssiger, nicht nur was innen und außen angeht, sondern auch was der Status quo wird verhandelbarer. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren die Grundeinstellung shiften von der Status quo hat immer Vorrang und die neue Idee muss sich durchsetzen und es wird hingehen zu die neue Idee hat immer Vorrang und der Status quo muss sich aktiv verteidigen. Das wird kommen müssen, weil das Bewegungstempo, was man in vielen Großorganisationen einfach sieht, einfach nicht reichen wird, um in eine gute Entwicklung zu kommen. Und der fünfte und letzte Punkt ist, dass es einen wirklich starken Fokus inzwischen gibt auf Purpose und Werte in immer mehr Organisationen. Ich glaube auch zu Recht, weil in einer Zeit, wo Dezentralität, Volatilität und so weiter alles zunimmt, ist es wahnsinnig schwer, aus einer Prognose heraus, aus einer Strategie heraus eine gemeinsame Ausrichtung zu schaffen, weshalb sozusagen das Ausbilden eines innerlichen Gravitationskerns, ja, also ein gemeinsamer Sinnbezug, eine Verortung im größeren Ganzen, ein gemeinsames Ausrichten hin auf Werte, die Verhalten orientieren, eine ganz entscheidende Komponente ist, um überhaupt noch gemeinsam handlungsfähig zu bleiben. Und all diese fünf Punkte zahlen aus meiner Sicht darauf ein, dass Selbstorganisation in einem geschulteren und höheren Maße als bislang zum neuen Normal wird und dass Eigenverantwortung auf extremere Weise als bislang in den Fokus rücken wird und muss mit sehr bequemen Konsequenzen für alle Beteiligten. Und gleichzeitig gilt, glaube ich, all das, was ihr hier anskizziert habt, und da werden wir sicher reingehen, heute Nachmittag und morgen Vormittag. Ich finde das Buch von Boris Gloger, was hier auch zitiert ist, diese Selbstorganisation braucht Führung, finde ich eines der besten Bücher zu dem Thema, weil das einfach sehr klar macht, dass es absolut entscheidend ist, dass in der Gesellschaft und in Organisationen, die sozusagen die strukturelle Entmündigung über lange Jahre gelernt haben und das sich herausnehmen aus Verantwortung und das sich herausnehmen aus einer Führungsrolle, das ist das, was wir überall gelernt haben, zumindest ich in der Schule, ich in der Uni, ich in meiner abhängigen Beschäftigungsverhältnissen, dass Menschen, die so geprägt sind, die brauchen Struktursicherheit, die brauchen Prozessklarheit, die brauchen auch Rollenklarheit. Ansonsten ist es absolut schwierig, in eine Selbstorganisation zu kommen, die funktioniert. Also es braucht das viel explizitere Klären von Kontrakten und es braucht das Verhandeln von Themen miteinander, die sowieso immer da sind, die aber in einer klassischen Führungsstruktur nicht zwingend besprochen werden müssen, weil sich die Führungspersonen darum kümmern. Also all diese Themen, die ihr seht, ja, Klarheit, Vision, Ziel, Rahmung, Orientierung, Rollenklarheit, Führung, das sind ja alles Themen, die in einer klassischen Organisation
existenziell bedeutsam sind, aber es ist aus irgendeinem Grund hat sich eingebürgert, dass sie, nicht immer explizit verhandelt werden müssen. Wenn man in die Selbstorganisation gehen möchte, muss man diese Themen explizit verhandeln, ansonsten kollabiert das ganze Ding von heute auf morgen. So, und ich glaube, dass wir in diesen Bereichen hier mit Blick auf sozusagen klare Parameter und das Gefühl von Sicherheit und einen Entwicklungsraum zu haben, in dem ich mich auch selbst entdecken und neu entdecken darf in meinen Fähigkeiten und Wünschen, ganz entscheidende Voraussetzungen sind, um überhaupt ein kollektives Mindset entwickeln zu können, was Selbstorganisation in der Breite ermöglicht. Da sind wir heute nicht, da sind wir gesellschaftlich noch bei weitem nicht in dem Reifegrad und in den meisten Organisationen sind wir es auch nicht, aber ich glaube, dass die Bereitschaft immer weiter wächst, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die Strukturen und die Prozesse zu verhandeln sowieso, aber in zunehmendem Maße auch auf sich selbst zu gucken und zu überlegen, was muss ich denn verlernen, daher kommt unser Unternehmensname übrigens, was muss ich denn verlernen an Mustern, an Glaubenssätzen, an geübten Verhaltensroutinen und was muss ich mir neu drauf helfen, um in der Selbstorganisation überhaupt als mündiger, entscheidungsstarker, mitführender Mensch agieren zu können. Und das ist die Riesenherausforderung. Und ich glaube, das wird so ein bisschen das Themenfeld sein, über das wir sprechen in den nächsten Stunden. Und das habe ich aber wirklich überzogen. Vielen Dank. Danke.